und herzlich willkommen zu einer Unboxing-Vorstellung. Nämlich, wir schauen uns heute die Z-Toppin Security-Kamera an. Tolles Gerät. Ich habe es mir schon vorab angeschaut. Warum? Denn man muss sich natürlich auch eine App runterladen, dass man da seine Nachrichten aufs Handy bekommt. War relativ einfach und simpel. Dazu komme ich aber nochmal später. Anleitung in Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch und Español, also Spanisch. Ist auch wirklich ganz einfach erklärt. Man ladet sich eine App runter. Android oder Apple, das ist wurscht, also iPhone oder stinknormales Telefon, das funktioniert ohne Probleme. Anleitung war auch relativ simpel. Ihr wisst ja, wir Männer sind ja da nicht so, dass ich hier alles durchlesen, sondern einfach einschalten und machen. Ne? Und das funktioniert eigentlich mit dieser Kamera recht simpel. Ich habe mal, wie schon gesagt, die schon mal vorab angeguckt. Die sieht so aus. Da hat man hier seinen Sender. Und dann sieht die praktisch so aus. Ne? Also wirklich sehr qualitativ. Sie leuchtet auch schon blau, das heißt, sie ist auch gerade an, also ihr werdet gefilmt. Toll. Und hier unten hat man dann praktisch nochmal USB zum Laden. Oder man macht hier praktisch das nochmal auf und dann hat man hier Einschaltknopf, Menüknopf und dann ein SD-Kartenslot drin. Ich habe jetzt 64 GB drin, man kann bis zu 128 GB Karte reinstecken. Ganz einfach, ganz simpel. Ne? Man kann die hinstellen oder man kann sie dann hinten natürlich an die Wand montieren. Dübelschrauben sind enthalten und dann kann man sich hinschrauben und kann man sich das dann dementsprechend an die Wand randauen. Was noch dabei ist, ist natürlich noch das Ladekabel. Alles per USB, aber das ist heutzutage nicht mehr das Problem. Genau, das ist im Prinzip die Kamera, ist wirklich, wiegt jetzt auch nicht allzu viel. Hier ist ein Akku verbaut und ich habe mal ein bisschen durchgelesen, bei minus 20 Grad, also im Winter, nicht im Sommer, im Winter, schaltet sich die Kamera auf Sparmodus. Das heißt, sie schaltet komplett runter und auch generell schaltet sie sich nur an, wenn eine Bewegung erkannt wird im Garten oder vor der Haustür oder wo auch immer. Dann blinkt die an und ich höre schon die ganze Zeit hier Signaltöne, denn ich kriege nämlich auf meinem Telefon dann immer eine Meldung, nämlich anhand, Moment, wir haben hier zum Beispiel einen Live-Modus. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ich kann mal so machen, warte mal, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Könnt ihr das sehen? Ja, ne? Hier, also das dann hier, also wirklich eine sehr gute Qualität, HD, in Farbe und Bunt. Das funktioniert und ich kriege dann immer auch eine Meldung. Ich muss hier nochmal kurz reinschauen. Ich gehe hier mal raus. Ich gehe hier mal raus und dann kriegt man hier nämlich ganz viele Meldungen. Wo sind sie denn, meine Meldungen? Das ist jetzt wieder live. Ah, genau, hier habe ich zum Beispiel einen, das war ein Video, Live-Modus, Fotos. Ach, da kann man direkt, ach, da kann man auch noch Fotos machen. Das heißt, wenn ich jetzt hier, ist sehr interessant. Also ich kann hier auf den Fotomodus klicken, dann mache ich gleich ein Foto. Wenn ich nicht weiß, wer vor dem Haus steht, mache ich einfach gleich mal ein Foto. Finde ich auch ganz interessant. Man hat dann Intercom, ist auch ein Lautsprecher verbaut. Das heißt, wenn dann irgendwie ein Hans Wurst vor der Haustür steht und dir irgendwas verkaufen will, dann kannst du dementsprechend auch, nimmt er das gleich mit auf. Das ist, finde ich, auch eine sehr tolle Geschichte hier. Und der macht die ganze Bö. Was haben wir noch? Bewegungserkennung. Das ist auch interessant, wie schon gesagt, sie geht nur an, wenn sich was bewegt. Meine Katze lag vorher im Bett und dann habe ich eine Meldung bekommen. Katze bewegt sich. Toll. Kann man die in der Empfindlichkeit nochmal alles komplett einstellen? Also es ist wirklich sehr einfach dargestellt. Man ladet sich diese App runter. Das Erste, was man machen muss, man tut sich registrieren auf dieser App und mit dieser App, mit ganz normal E-Mail-Adresse, man gibt ein Passwort ein und das war es im Prinzip auch schon. Man muss irgendwie nichts großartig bestätigen. Dann muss man mit der App über sein WLAN reingehen. Dann kriegt man vorne einen QR-Code über diese App. Die hält man dann hier so hin. Dann liest praktisch diese Kamera diesen QR-Code und dann sind die beiden verbunden. Und schon funktioniert der ganze Spaß. Läuft dann alles über WLAN. Tolle Geschichte. Und so funktioniert es dann eigentlich auch. Und wie schon gesagt, wenn dann eine Bewegung ist oder irgendjemand vor der Haustür steht, dann kriegt er dann über das App. Wenn ihr beim Einkaufen seid oder in der Arbeit seid, dann kriegt er dann eine Meldung, wo dann drin steht oder wo ihr dann ein Bild seht oder sogar ein Video. Da ist jemand vor der Haustür. Ein Einbrecher oder der Postbote, der länger bei der Hausfrau war. Wie auch immer. Also hier nochmal, das hier, noch, man weiß ja nie. Also wirklich ganz einfach, ganz simpel dargestellt. Man kann das hier alles einstellen mit dieser Live-Kamera. Das ist alles in HD, super Auflösung. Da kann man echt nicht meckern. Batterie, hier steht es auch nochmal. Gibt es, wo steht es nochmal? Hier 128 GB habe ich vorher schon mal erwähnt. Und mit der Batterie habe ich ja gesagt, im Kaltmodus, ne, schlechte Batterielaufzeit und hast nicht gesehen, da steht eh nochmal, also Temperatur, desto geringer ist die Batteriekapazität, umso kälter es halt wird, ne, umso
umso schwächer wird natürlich die Batterie, logisch. Aber wie gesagt, die Batterie geht immer im Sparmodus. Das ist wirklich, ist echt praktisch. Ne? Also sie geht wirklich nur an, wenn Bewegung da ist. Tolles Ding. Also jetzt wie gesagt nochmal zum Live-Modus. Alles in HD. Wir testen es dann natürlich auch noch im Dunkeln, denn wir haben hier natürlich einen Nachtsensor mit, kein Nacktsensor, sondern einen Nachtsensor mit verbaut. Und ja, und das wollen wir uns dann natürlich auch noch anschauen, damit wir dann sehen, ob es passt und wie das natürlich in der Nacht aussieht. Fazit zur Z-Toppen ZS GX6S-T. Das ist das, was ich jetzt heute euch präsentieren kann. Und ja, die Auflösung anhand der Videos ist bei mir via der App ist nicht ganz so klar erkennbar, aber das macht gar nichts, denn auf dem Handy, das ist komischerweise, am Handy sehe ich die Bilder sehr, sehr, sehr klar. Zumindest die Videos, die was ich mir anschauen kann. Wenn ich mir die Videos aber dann auf dem Desktop ziehe, sind sie ein bisschen verschwommen. Liegt wahrscheinlich aber dann an der Überarbeitung, Übertragung, wie auch immer, das kann ich euch nicht so genau erklären, aber auf der App, wenn ich mir die anschaue, in meiner App, wo meine Videos dann gespeichert sind, sehen die 1A aus, also 1A HD Qualität. Was mir wirklich gut gefällt, ist natürlich diese ganze Kombination mit dieser App. Generell ist es leicht zu erklären, man kann Aufnahmen machen, man kann hier sogar mit sprechen, also man hat eine Sprechfunktion, hier ist so viel Zeug dabei, es ist einfach nur genial. Hier würde es auch nochmal dastehen, bis minus 25 Grad oder 60 Grad plus, überhaupt gar kein Problem. Da wir auch einen gewissen Standard haben. Ich glaube IP65, hier steht es ja oben, ne? IP65 wasserdicht, ne? Und Full HD, das ist das, was ich schon erklärt habe. Und ein 10.400 mAh Akku. Dieses Gerät gibt es natürlich auch noch mit Solarpanel als Alternative, wer das gerne möchte. Der kann da sich so ein Solarpanel dranhängen. Und dann braucht man dann diesen Akku nicht zu laden. Ansonsten, dieser drahtlose Akku, der oder beziehungsweise der wiederaufladbare Akku, der hier mit dabei ist, hält wirklich relativ lang. Kann bis zu 3 bis 4 Monate nach vollständigem Aufladen genutzt werden. Das ist wirklich lang und das glaube ich auch. Und funktioniert auch wirklich relativ gut. Also hier könnt ihr in der Beschreibung natürlich alles nochmal nachlesen. Auch hier dieser Nachtsichtmodus, ihr seht, ihr habt es zumindest im Video dann nochmal gesehen, funktioniert auch tadellos, klappt auch relativ gut. Vor allem, wenn jemand vor der Haustür steht, das funktioniert. Und ich muss dazu sagen, es war stockfinster bei mir vor der Haustür. Muss ich auch klipp und klar sagen, ich habe draußen noch normal eine Laterne, die habe ich extra ausgedreht, die Lampe, damit ihr das nochmal sehen könnt. Wir haben natürlich auch in 4 Infrarotlichter, da sieht man es natürlich ganz klar, diesen Nachtsichteffekt. Also funktioniert wirklich super, kann man wirklich nicht meckern. SD-Karte ist klar, kann man reinstecken bis zu 128 GB. Ich habe jetzt hier zum Testen eine 32 GB, glaube ich, 32 oder 64 GB Karte reingesteckt, um das mir anzuschauen. Ne? Also wie gesagt, kann auch in der Cloud gespeichert werden oder in der App, wie ich schon vorher erwähnt habe, und sogar runterladen. Beim Runterladen haben wir, wie gesagt, ein bisschen Einbußen von der Qualität, aber wenn ich mir eine App anschaue, sind die Videos glasklar. Ich glaube, man hat es am Anfang meines Videos schon gesehen, wo ich das mal gezeigt habe am Handy. Da funktioniert das wirklich sehr, sehr gut. Also es ist wirklich eine wirklich richtig, richtig gute Kamera, Security-Kamera, die mir auch wirklich sehr gut gefällt. Und ich kann es euch wirklich nur nahtlos empfehlen hier. Ihr könnt natürlich generell auch bei Z-Toppen auf der Seite generell mal schauen, was es überhaupt noch so für weitere Modelle gibt. Das ist das hier, was ich schon erwähnt habe. Die hatte ich jetzt zum Testen da. Und hier gibt es alternativ noch Solarpanel, danke. Mit dem Solarpanel zum Testen bzw. zum Laden. Also bei mir würde es theoretisch gut funktionieren, denn ich habe schöne Sonne den ganzen Tag vorne bei der Haustür, da könnte man das schön hinbauen und dann bräuchte ich das hier separat nicht einmal laden. Aber ansonsten 3 bis 4 Monate Akkuladezeit, gar kein Problem.
Also ihr könnt das euch gerne mal anschauen, wer sowas gerne nutzen möchte. Ich finde es einfach nur klasse, weil man bekommt auch übers Handy ja immer wieder diese Nachricht, das, was sich bewegt und also das, was passiert voraus. Das finde ich richtig gut. Wer da Bock drauf hat, das ist auf alle Fälle was richtig, was Feines. So, und falls ihr noch Fragen habt zu dieser Kamera, irgendwelche technischen Fragen, dann dürft ihr mir das natürlich gerne stellen. Ansonsten gibt es natürlich bei Amazon, wo ich den Link unten reingestellt habe vom Hersteller, gibt es natürlich das optionale Gerät, natürlich mit Solarpanel, habe ich ja gerade schon erwähnt. Und da sind auch schon ganz viele Kommentare drin. Vielleicht erübrigt sich das ja bei dem einen oder anderen, falls er noch Fragen hat. Ansonsten wirklich eine sehr, sehr tolle Kamera, die ich euch wirklich empfehlen kann. Falls ihr noch Fragen habt, dann dürft ihr das gerne machen. Einfach kommentieren, entweder hier oder bei Amazon, klar. Da kriegt ihr natürlich auch schnelle Hilfe und vielleicht ist eure Frage da schon geklärt worden, wenn da noch Fragen dazu gibt. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, Abo für den Kanal nicht vergessen, die Glocke drücken und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Z-Toppin, wer sich die dann auch holt. In diesem Sinn, macht's gut, bis bald und adios.